Guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier an der Wehrendorfer Kirche zum Gottesdienst und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich lade Sie ein, mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und wir beginnen diesen Gottesdienst und wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Text für die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel und ist auch gleichzeitig der Predigttext. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen, und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte.
Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Sie haben eben im Anfangsteil des Gottesdienstes mehrmals den Wehrendorfer Kirchturm gesehen. Der ist im Original so ungefähr 25 Meter hoch. Und als er vor ein paar Jahren repariert werden musste, also eingerüstet war, sind so ein paar ganz mutige Leute da ein Stück hochgeklettert. Und sie haben gemerkt, 25 Meter und auch schon so ein bisschen drunter ist eine ganz schöne Höhe. Und es macht uns unsicher, wenn wir solche Höhen überwinden sollen. Diese Unsicherheit, die wir Menschen spüren, wenn wir es mit Höhe zu tun bekommen, die steht im Hintergrund, dass manche Leute Angst davor haben, in Fahrstühle einzusteigen. Und mit dieser Angst wird ja auch gerne in Filmen gespielt, was, wenn jemand in so einen Fahrstuhl flüchtet, dann natürlich im Raum steht, der stürzt gleich ab und das ist total gefährlich. Also, da wird mit unserer Angst gespielt, die wir haben, dass wir in die Tiefe stürzen könnten, dass wir tief fallen können, oder dass wir diese Angst haben, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren. Im echten Leben, so habe ich gelernt, ist diese Angst nicht nötig, dank einer Erfindung, die fast 170 Jahre alt ist. Damals hat ein kluger Kopf eine Idee gehabt, die uns die Angst vor diesem Absturz im Fahrstuhl gründlich nehmen kann. Der Mann, der hieß Elisha Graves Otis und ist der Erfinder der modernen Aufzüge. Seine Aufzüge, die haben so eine Fangvorrichtung. Das heißt, wenn der Aufzug außer Kontrolle gerät, dann krallt er sich automatisch fest und er bleibt stehen. Und dann braucht niemand mehr Angst zu haben, weiter abzustürzen. Nur, wie überzeugt man die Menschen davon, dass das eine total sichere Sache ist? Otis ist so vorgegangen. In New York gab es das Crystal Palace, eine große Ausstellungshalle, die für die Weltausstellung von 1853 gebaut wurde. An diesem Ort, an dem die neuesten Erfindungen aus der ganzen Welt vorgestellt werden sollten, da baute er eine Anlage auf der er den staunenden Menschen seine Fangvorrichtung vorführte. Ziemlich dramatisch das Ganze. Und dieser Ort, an dem die wichtigsten Erfindungen seiner Zeit vorgestellt wurden, der erschien ihm gerade richtig, seine Idee zu präsentieren, die die Welt verändern sollte. Mit dieser Idee konnten nämlich Hochhäuser gebaut werden, in denen diese sicheren Fahrstühle ja gebraucht werden. Sie können sich ja mal überlegen, ob Sie Lust haben, bis in den 53. Stock zu Fuß zu klettern. Die meisten möchten das nicht. Nur diese tolle Vorführung auf der Weltausstellung, die hat damals kaum einer mitbekommen. Rund um die Weltausstellung waren die Menschen von allen möglichen Sensationen und Neuheiten begeistert, sodass seine Vorstellung, wenn er ehrlich gewesen ist, kaum beachtet wurde. Interessiert hat das damals kaum jemanden. Die, die da waren, sagten, das ist ja ganz nett, aber was soll das? Was ist das Besondere an dem, was wir jetzt gerade gesehen haben? Otis hätte danach sagen können, okay, das interessiert keinen. Ich kann hier auch keinen mit meiner Idee begeistern. Ich gehe zwischen den ganzen anderen Sensationen dieser Welt unter und ich lasse es und ich gebe auf. Aber würden Sie aufgeben, wenn es um so etwas ganz Wichtiges geht?
Im Predigttext haben wir eigentlich gerade so ein ähnliches Ereignis gehört. Der Erfinder in der Geschichte ist Paulus, wobei eigentlich er ist kein Erfinder, sondern ein Finder, also ein Mensch, der eine Entdeckung gemacht hat. Wenn ich in meinem Leben Angst habe, wenn ich Angst habe abzustürzen, dann gibt es einen Gott, der mich immer wieder aufhängt, der mir die Angst vor dem Fall nimmt. Und diesen Gott habe ich entdeckt, diesen Gott, der mir die Ängste nimmt, der mich zu einem neuen Leben befreit. Und für mich ist das wirklich auch eine Weltsensation. Und diese Weltsensation sollen natürlich alle wissen. Wie soll man das jetzt machen? In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Paulus dafür weit gereist ist und dass er in Athen auf den sogenannten Areopag gegangen ist. Das ist eigentlich nur ein kleiner Berg in Athen, auf dem in klassischer Zeit der oberste Rat getagt und entschieden hat. Also ein Ort, an dem viele kluge Leute zur Beratung und zur Entscheidung zusammengekommen sind. Genau da ist er hingegangen und er hat sich wahrscheinlich gedacht, das ist so der richtige Ort, um meine Weltsensation allen klugen Leuten bekannt zu geben. Und dann hat er sich umgesehen und hat noch entdeckt, dass neben den Darstellungen der vielen Gottheiten dort auch eine Stelle war für den unbekannten Gott. Die Griechen waren da ein bisschen vorsichtig und haben sich gesagt, wenn wir nicht alle Götter kennen, hinterher haben wir einen vergessen und der ist dann ärgerlich, das ist nicht gut. Und dieser unbekannte Gott, der war für ihn dann der Einstieg, um deutlich zu machen, von welchem Gott er spricht. Der Gott, den ihr noch nicht kennt, aber ich kann euch verraten, wer das ist. In der Lesung haben wir jetzt gerade gehört, wie Paulus dann von seinem Glauben berichtet, wie begeistert er war und dass er das gar nicht für sich selber behalten konnte. Und dann haben die Menschen reagiert, als sie von dieser Weltsensation erfahren haben. Ich lese nochmal aus dem Text. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Also keine Begeisterung, Paulus wird ausgelacht oder vertröstet. Wie bei Elisha Graves Otis hat Paulus den Menschen etwas vorgestellt, wovon er selber völlig überzeugt war. Der Glaube an diesen Gott, den er durch Jesus Christus kennengelernt hatte, der war für ihn eine Weltsensation, das Größte, was er bis jetzt in seinem Leben kennengelernt hatte. Und beide machen diese Erfahrung, was mich begeistert, das lässt die anderen völlig kalt. Über jemanden lachen und dann gehen heißt doch, ich nehme dich überhaupt nicht ernst. Und die Antwort, ja, ja, wir sprechen da später mal drüber, das heißt ja eigentlich, interessiert mich nicht, aber ich traue mich nicht, dir das so ehrlich zu sagen. Und wirklich, es gibt Menschen, die keine Augen für das Neue haben, die nicht neugierig sind und die sich in ihrer Welt nicht umgucken. Und so sehen einige die Weltsensation nicht, weil sie zwischen den vielen Gottheiten auf dem Areopag, zwischen den vielen Vergnügungen auf der Weltausstellung oder zwischen den vielen Möglichkeiten, die wir jeden Tag haben, einfach untergehen. Sie sind zu beschäftigt, zu sehr in ihren eigenen Bahnen unterwegs und haben gar nicht den Blick frei für das Neue. Vielleicht sehen es aber auch einige nicht, weil sie Angst haben vor Veränderung. Ich fasse das erstmal gar nicht an, ich lasse das lieber, wer weiß, was da noch auf mich zukommt, liegen lassen. Das kennen Sie vielleicht auch, dass Leute so reagieren. Also gute Ideen haben es manchmal schwer, bis sie gehört und entdeckt werden. Auch gute Ideen und Entdeckungen brauchen ihre Zeit, bis sie bei den Menschen gehört und wahrgenommen werden. Und ob eine Entdeckung gut ist, hängt eben nicht davon ab, ob sie sofort viele Anhänger oder Likes oder Bestätigung bekommt, ob sie viele Follower hat am Anfang oder ob es keiner sieht. Auch gute Ideen brauchen Geduld und Ausdauer, damit sie bekannt werden und sich durchsetzen. Aber was hilft sonst, um so eine bahnbrechende Entdeckung weiterzugeben? Der Herr Otis hatte diese einfache Idee, seine Erfindung den Menschen ganz anschaulich zu machen. Sie sollten es sehen, sie sollten es miterleben, mitfiebern, sollten Angst um den Absturz miterleben und sich dann ganz erleichtert umgucken, weil sie uns entdecken, dass diese Erfindung eine tolle Idee ist. Das konnte Paulus so nicht machen. Aber er wusste, dass er die Menschen erreichen muss, dass er zu ihnen hingehen muss.
dass er ihre Sprache sprechen muss und dass er in ihre Welt gehen muss. Also hat er sich unter ihre Götter gemischt. Er hat ehrlich davon erzählt, was ihn an unserem Gott beeindruckt hat und wie der Glaube an diesen Gott sein Leben verändert hat. Sein Auftritt war bestimmt nicht so großartig wie die Vorführung in New York, aber für sein Ziel, für das, was er erreichen wollte, genau passend. Ich will den Menschen zeigen, dass mein Glaube mir die Angst nimmt. Ich traue mich zu euch. Ich traue mich, mich zu euch zu stellen und frei von meinem Glauben zu reden. Ich komme zu den Menschen, ich spreche eure Sprache und ich erzähle euch, was mich bewegt. Das war sein Auftritt, seine Vorführung. Kein großer Knall, aber total ehrlich. Und damit hatte er die Aufmerksamkeit von erst einmal zwei Menschen gefunden. Sie werden erwähnt in der Apostelgeschichte, Dionysius und eine Frau mit dem Namen Damaris. Die beiden waren offensichtlich von ihm angerührt, sind wohl auf ihn zugekommen und haben wahrscheinlich erst mal nachgefragt. Sag mal, wie meinst du das, was du da gerade gesagt hast? Die beiden, die haben bei Paulus etwas gefunden, was ihnen gut getan hat, das ihr Leben in ein gutes Licht gestellt hat, das ihnen die Angst genommen hat. Bei dem Herrn Otis, da hat sich aus dem kleinen Anfang, aus dieser kleinen Vorführung später eine riesengroße Firma entwickelt. Er konnte den Menschen die Angst vor dem Fahrstuhlfahren nehmen und das hat sich dann eben auch auf Dauer durchgesetzt. Und bei Paulus, da hat sich aus den kleinen Anfängen eine große Religion entwickelt. Unser Glaube nimmt uns auch unsere Angst. Die Sorgen im Leben abzustürzen, die Unsicherheit und die offenen Fragen, die sind bei Gott gut aufgehoben. Und wenn ich Gott vertraue, dann erlebe ich, dass ich mit meinen Ängsten und Befürchtungen nicht alleine bleibe. Paulus sagt das in unserem Text so: Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Ich würde das einfacher sagen. Gott ist mir nahe. Gott begleitet mich auf allen meinen Wegen. Er ist bei mir und ich bin niemals allein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns beten. Gott, wenn du dich an unsere Seite stellst, dann können unsere Ängste still werden. Wenn du unsere Nähe suchst, werden wir getröstet und gestärkt. Und gerade danach sehnen wir uns in diesen Tagen. Gott, du siehst unsere Ungeduld, unsere Verunsicherung und auch den Ärger, weil unser Leben stillstehen soll. Und so bitten wir dich erst einmal um ganz viel Geduld. Wir bitten dich um Kraft für diese Tage und wir bitten dich, erhalte uns einen liebevollen und aufmerksamen Blick für die Menschen in unserer Nähe, auch für die Menschen, die uns im Moment anstrengend erscheinen. Schenk uns die richtigen Worte,
dass sie nicht zu hart werden und Menschen unbedacht verletzen. Erhalte in uns den Glauben und das Vertrauen in deine treue Begleitung. Gott, wir bringen vor dich die Jugendlichen, die Stunde um Stunde auf schwarze Kacheln sehen. Erhalte ihre Fröhlichkeit und ja auch ihre Frechheit. Gott, wir sehen auf die Erwachsenen, die jetzt alles wuppen müssen, die nicht wissen, wie lange sie das noch durchhalten. Schenke ihnen ausdauernd einen langen Atem. Gott, und wir bringen vor dich heute besonders die Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren haben, die jetzt traurig sind und die deine Kraft und deine Begleitung brauchen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so begleite uns Gott mit seinem Segen, mit seiner Kraft durch die kommende Woche und durch die Tage, die vor uns liegen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen.